Mach einfach mal den nächsten. Beer It. Das ist ja. Ah ja! Da kriegst du, glaube ich, das nächste geheime Level. Ist das das mit den. Wo kam das denn, wo du oben auf dieser Brücke bist? Kommt das nicht auch hier irgendwann gleich? Wo ist das das? Ja, wo du oben diese. Dann hast du diese Brückensprossen aus Holz, die so wegklappen. Das ist Crash Bandicoot 1. Nee, es gibt's aber. Ja. Ja, das ist Road to Nowhere. Gibt's da nicht im zweiten auch sowas? Nee. Nee, definitiv nicht. Das kann ich so. Eulen! Ja, die Eulen, wie geil. Das sind Eulen, ich bleib dabei, Rick. Ja, das sind Eulen, super. Schnee-Eulen. Das ist die. Ja. Scheiße, bin mich ja, um. Das ist nicht einsam. Gut, weil das ist die mieseste Stelle. Diese Kisten in der Reihenfolge zu kriegen, ist sowas von Kacke. Obwohl ich finde, bis gerade, bis die kamen, die Kisten, ging's eigentlich. Ja, bis dahin geht's ja auch. Der Rest ist auch nicht so schlimm. Aber diese Stelle ist richtig, richtig scheiße. Und später gibt's halt auch eine andere Stelle, wo auf dem Eis du noch lenken musst. Das ist noch schwieriger. Aber ich glaube nicht in diesem Level. Ich mag die Musik hier so gerne. Aber das ist ja sogar die Stelle, wo die auf dem Eis liegen. Das ist ja sogar die Stelle. Warum geht der mir immer einen Schritt, wenn ich da liege? Na, 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 verstehe das nicht. Hä? Hm? Was? Warum geht der mir immer einen Schritt, wenn ich da liege? Der Bär? Ja. Ja, vielleicht steht er auf dich. Nee, ich stehe ja. Ich sitze auf ihm. So ist es nicht, also. Also stehst du auf ihm? Nee. Du sitzt auf ihm. Das ist ja Blödsinn. Du verfickte Scheißhurenkacke. Hast du die gekriegt oder nicht? Nein. Gut. Also nein, nicht gut, aber gut, dass du es erkannt hast. So. Aber ich kann ja auch keinen Wirbel da drauf machen, ne, auf ihm. Ich kann ja nur da drauf reiten. Ja, mach doch nicht so einen Wirbel draus da. Ne? Du weißt doch, wie ich das meine. Nein, ich hab keine Ahnung, wie du das meinen könntest. Oder? Ich kann ja keine Wirbelattacke, ich kann ja nur nach vorne. Du kannst nur. Ja, ich glaube, du kannst noch ein bisschen schneller, wenn du willst, ja. Ja, das kann ich. Ich kann ein bisschen nach vorne drücken, glaube ich. Mit R1. L1 oder R1? Das ist doch nicht wahr. Was soll ich denn da machen? Der guckt mir nicht so an, du Kackbratzen. Lass mich daher gehen, damit ich die krieg. Nein, ich mag den ja, den Eisbär. Ich find's ja auch geil, dass der Eisbär bellt. Ist doch Polar, oder? Ja, das ist Polar. Polar. Aber ja. Ich find's immer lustig, dass ein Eisbär bellt. Das wusste ich bisher. Ich find den süß. Ich find den genauso süß wie den Schneeleoparden bei Spyro 2. Ja, also Polar mochte ich auch immer. Polar ist süß. Pura ist doof. Wenn ich den beschimpfe, meine ich das nicht so. Ne, Pura mag ich auch. Ja, irgendwie ist Pura ein bisschen komisch. Ey, die verfickte Scheißdreckskacke hier. Geh mir hier weg hier da. Geh rein. Guck gleich mal zur Sicherheit auf die Kistenanzeige. Vielleicht kriegst du die ja doch. Es wird bloß nicht richtig angezeigt. Na. Bevor du die Kisten einsammelst, guckst du mal auf deine Kistenanzeige. Weil wenn du da dann 4 stehen hast, ist ja alle 4. 1, 2, 3. So, das ist die 4. 5. So, und jetzt mal gucken. Wenn du die jetzt einsammelst, müsstest du. Ja, 9 müsstest du haben. Ja, gut, jetzt brauche ich nicht gucken. Jetzt habe ich es nicht gekriegt. Du hattest bisher eben immer 8. Da geht's also mir wieder einen Schritt. Hast die Tatsache nicht bekommen. Ja, vor allem, das sieht aus, als würde dran lecken. Ja. Also das Hunde dran schnüffeln, okay, aber das Eisbären dran lecken ist mir neu. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie das bei den Beuteldachsen ist, da das beste Stück am Mann, ob das da so schnell einfriert bei den Temperaturen. Vielleicht ist es auch lecker. Du warst gerade Robo, Alex. Ja, war ich das? Ganz kurz. Cyborg, Alex? Ja. Okay. Nein! Doch, du hast die gekriegt. Nein, ich habe bei den Checkpoint nicht gekriegt. Doch. Nein! Ich hab den Checkpoint nicht. Nein! Der ist doch gar nicht aufgegangen. Stimmt. Ich dachte, jetzt ihn bekommen. Nein. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Jetzt musst du die Stelle nochmal schaffen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das gemacht habe. Wie du nicht gekriegt hast, oder was? Ja. Das am besten nicht merken, weil du willst sie ja kriegen. Ja, eben. Also ist so gut. Ja, ganz toll. Anna? Bring mich um.
Das wäre jetzt fies gewesen, ne? Wenn ich jetzt in diesmal die... Diesmal hat er nur geguckt. Wenn ich jetzt in die Checkpoint-Kiste reingefallen wäre. Ja, das passiert auch mal. Auch im echten Leben, ja. Dass man in die Checkpoint-Kiste reinfällt. Weil hier mit den Eulen habe ich keine Probleme, das ist okay. Das ist schön, ja. Ich habe mit Eulen auch keine Probleme. Warum? Mir fällt gerade mal auf, da war ja gerade eine Checkpoint-Kiste. War die vorher auch schon da? Nee, das macht er manchmal, wenn er merkt, dass einer nicht zurechtkommt. Wenn einer schlecht ist, ja, ist okay. Nee, dann setzt. Nein, Entschuldigung, doch. Dann setzt er irgendwo eine Checkpoint-Kiste hin, da kann doch keiner was tun. Jetzt hast du die nicht gekriegt. Das sieht auch geil aus. Das unten, das war für mich immer eine Eule. Ja, ich weiß. Das war auch geil. Ja, hör auf zu kläffen, meine. Das gibt's. Ich mach doch fast gar nichts. Der Checkpoint ist ziemlich scheiße gesetzt an richtig, der Stelle. Richtig, richtig, richtig. Das ist richtig. Das war gut. Da! Nee, mal, ja, mach du mal. Ja, du Orca, geh mir weg. Pack-Join. Checkpoint. Hab jetzt doch, glaube ich, nicht mehr getickt. Moah! Was soll ich denn da machen? Wer Polar mitnimmt, ist auch geil. Du bist mit tot. Kommst mit in den Dorf. Aber ich glaube, ein Eisbär stirbt nicht, wenn er ins Wasser geht. Eigentlich nicht. Ich weiß das nicht. Das kommt von alleine. Oh, Checky Pointy. Ja, bumm. Das ist ja... Ne? Das ist ja irgendwie, ne? Ja, gut, ja. Genau. Ah, ein Tacken zu weit vorne. Ich war nämlich schon wieder auf der Springtaste. Ohne Scheiß. Die Stellen, wo ich dann so reinfalle, die sind knapp. Aber ich bin immer rechtzeitig am Springen dran. Das war scheiße. Aber ich springe immer rechtzeitig. Das ist nicht das Problem. Ich drücke immer rechtzeitig drauf. Das kann ich garantieren. Ja, ich glaube drauf. Das war kacke. Du hast einen nicht bekommen. Du musst jetzt ein bisschen auf deine Lebensanzeige achten. Ja, ist ja nur 8. Naja, aber 8 Leben sind schnell weg bei Crash. Hallo? Was war das? Leck mich nicht auf dem Wasser da, wenn ich da... Leck mich nicht auf dem Wasser. Ey, was soll ich denn da machen? Früher springen. Ich kann... Ja, ja, von Anfang an früher springen. Nicht gleich nicht beim dritten erst, beim ersten schon. Hier direkt nach der Kiste springen. So, geht doch. Wo ist das Problem? Nach links hättest du gemusst. Ja, ich war doch auch noch nach links, aber es war noch im Radius drin. Im Radius Müller-Westernheim. Okay. Nein! Das ist auch eine Kackstelle, ja. Pullern. Ist er ganz konzentriert. Finde ich gut. Das Checkpoint. Ja, da hat er sich so über den Checkpoint gefreut, dass er direkt in die Eule gerast ist. Ich habe ihn ja nicht genug genommen. Doch, ich habe ihn doch genommen. Da hat er aber kein Geräusch gemacht. Mach mal nichts. Hast du alle gekriegt? Nein, natürlich nicht. Ich bin Dave, der das spielt. Das darfst du nicht vergessen. Ich hab doch auch nur gefragt. Ich sag's ja auch. Ja. Na. Ey, ich gehe ja schon früh genug rüber, damit ich den rechts krieg. Aber dann bin ich zu früh rüber und dann krieg ich den links nicht mehr. Hier rechts. Eine Scheiße. Traum, das schaffst du. Ja. Ja, geschafft. Den nimmst du noch mit. Und hier ist das noch nicht mit dem Geheimgang. Das kommt erst im zweiten rein, Level sehe ich gerade. Weil ich sag's dir nur, normalerweise müsstest du an dieser Stelle, wo du eben warst, da rückwärts
Also am Wasser, wo du da eben warst, nach hinten gehen und dann auf eine Eisscholle springen. Hier. Hier praktisch. Dann kannst du so einen Weg übers Wasser auf so eine Eisscholle. Aber das ist jetzt hier nicht. Nein, das ist im zweiten Eisbärrennlevel. Im zweiten Polarlevel. Genau. Ja, mit Eisbärrennlevel verwechsel ich immer den Verfolgerlevel mit dem Scheiß. Ja, das ist ja eigentlich ein Felsenlevel. Nur im letzten Level ist das, glaube ich, ein Eisbär. Ja, ich weiß. Oder im zweiten auch schon. Ja, guck mal, das hast du doch gut gemeistert. Ja. Hab ich was anderes gesagt, hör mal? Nee, kannst du wieder abspeichern, kannst du wieder. Mario. Ah, ist gut. Mario. Mario. Aha, 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 aha. Natürlich. Da, 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 da. Na, 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 na. Das ist eine geile Stelle, ne? Die finde ich auch super. Crash Crush. Das ist wieder ein Verfolgerlevel. Wir könnten versuchen, den Warp Room noch einigermaßen fertig zu machen heute. Ja, gerne. Ich meine, den haben wir ja hier gut hier. Was war hier nochmal mit Air Crash? Mit dem Kristall? Ich weiß nicht, da fehlt, glaube ich, ja, das war das Wasserlevel. Ich weiß es nicht. Ach, da wussten wir nicht, was los ist, ne? Ich glaube, da musst du durch den geheimen Warp Room was machen. Nein! Ach, da war ich doch schon. Hier wollte ich rein. Crash Crush. Crash Crush. Oder so. Oh yeah. Ja. Die Musik ist auch mal so geil. Eine Kehlschnudel. Ich denke bei den Ruinen immer, das ist was, wo ich einsammeln muss, deswegen will ich da immer hin. Solltest du vielleicht. Das Schöne bei den Minen ist ja, du stirbst nicht direkt. Das ist wirklich nett, ja. Warte mal. Ich weiß nicht, war das hier? Ist hier irgendwas mit dem Geheimgang? Ja, hier. Kann sein. Ich weiß nicht, ob das hier schon war. Kannst du es natürlich versuchen. Die erste, das könnte sein, ja. Versuch's. Nee, da war es nicht. Ein Leben, oder? Rutschen. Manchmal musst du ein bisschen weiter krabbeln, sonst kommst du mit dem Kopf noch dagegen. Ein bisschen Angst hast du schon, ne? Mit Respekt, ja. Ja. Respekt! Respekt hab ich. Ich bin das so schön. Respekt! Rutschen und gleich springen. Rutschen und gleich springen. Ja, erst unter durchrutschen. Oh, dir fehlt dir genau ein Apfel zum Leben. Ein Apfel. Du kriegst nicht so. Was war das denn? Aus Respekt wollte ich gerade sagen, aus Reflex. Aus Respekt bin ich in den Strom reingesprungen. Aus Respekt. Geil. Scheiße. Ich glaube, ich habe überhaupt noch kein Game Over in diesem Spiel hier erlebt bei mir im Let's Play. Geil, irgendwann ist immer das erste Mal. Mal gucken, was Cortex hier sagt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das Spiel ist aus. Das war doch Teil 3, oder? Ich weiß nicht. Das kommt von allein. Wow! Du bist nicht durchgerutscht, du bist rübergesprungen komplett, oder? Ja, glaub schon. Und ich hab zwei Leben gekriegt. Ja, ich bin cool, ich weiß. Ja, schon. Cool, jetzt hast du wieder ein paar Leben. Das könnte helfen. Vielleicht kommt jetzt schon die Überraschung. Nee, ist so eine Kugel. War das die Überraschung? Nee, ich dachte an die Eisbären. Natürlich musst du daran denken, die Kisten mitzunehmen. Ja. Ja, das war sehr super. Ja, die nicht mit, ne? Ich wollte. Du bist immer aus Respekt, springst du direkt rein. Weiß. Genau wie da. Ich mag das Geräusch. Ich wollte gerade aufstehen. Jetzt ist Game Over. Jetzt ist Game Over. Achtung. Das Spiel ist aus. Ja, vor allem ist er ja eigentlich total scheiße im Kopf, weil
Er will ja, dass wir die Kristalle sammeln, deswegen ist es ja, ja nicht gut, wenn das Spiel aus ist. Und er freut sich aber trotzdem.